Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Es ist zwar schon Mittwochmittag, aber ich habe es ja angekündigt. So, schauen wir uns den 5. Spieltag mal genauer an. Immer mit dem Freitagsspiel, also Freitagabend 20.30 Uhr, trafen der BVB und der SC Freiburg aufeinander. Freiburg zeigte eine kämpferisch richtig starke Leistung. Aber keine Chance für die Gäste im Signal Iduna Park, denn die Offensivqualität der Dortmunder war an dem Abend nicht zu schlagen. Endergebnis war hier ein 3:1. Dann haben wir den Samstagnachmittag. Als erstes haben wir das Spiel der Fohlen aus Gladbach gegen den FC Ingolstadt. Die Führung zur Pause für die Gastgeber ist eher schmeichelhaft. Die Ingolstädter kamen auch engagierter wieder aus den Kabinen. Bloß strahlten sie keine richtige Torgefahr aus. Letzten Endes macht Wendt den Sack zu. Das Spiel endet 2:0. Dann haben wir das Spiel Mainz gegen Bayer Leverkusen. Dort haben wir eine ziemlich intensive Partie. In der ersten Hälfte fallen innerhalb von 5 Minuten 3 Tore. Die zweite Halbzeit gehört dann eher Leverkusen. Und es ist für die Mainzer ein wahrer Kraftakt, den Ausgleich zu erzwingen. Doch der Traum der Mainzer vom Unentschieden macht den Chicharito in der Nachspielzeit zunichte. Hier ist der Endstand, demnach ein 2:3. Wo wir schon bei Kraftakt sind, kommen wir zur Partie des Hamburger SV gegen den FC Bayern München. Und ja, es war ein wahrer Kraftakt der Bayern gegen den HSV, denn der hielt wirklich exzellent dagegen. Gerade in der ersten Hälfte gab es da auch einige gute Chancen. Doch besonders, ich würde so sagen, in der letzten halben Stunde ist die Überlegenheit der Bayern erdrückend. Doch sie kommen nicht durch. In der 88. Minute passierte dann das, was die halbe Republik den Bayern-Dusel nennt. Thiago spielt einen goldverdächtigen Pass auf Ribéry, der wiederum zwei seiner Gegenspieler stehen lässt und eine wundervolle Flanke schießt. Und unser kleiner Kimmich schiebt ein. Endergebnis ist ein 0:1 und die ganze Republik bis auf die Bayern-Fans heult. Weiter geht's mit Augsburg gegen Darmstadt. Und man muss eigentlich sagen, dass Darmstadt sich durch die gelb-rote Karte kurz vor Pausenpfiff selbst schwächt. Zu Beginn der zweiten Hälfte gibt es dann die Führung durch den FCA und die Lilien finden überhaupt kein Mittel mehr gegen die Augsburger. Am Ende steht hier ein knappes, aber klares 1:0. Kommen wir zum letzten Spiel am Samstagnachmittag. Mein heimliches Topspiel war das. Die Eintracht Frankfurt empfing die Hertha BSC Berlin. Und trotz vieler Tore gab es hier verhältnismäßig wenig hochgerechnete Chancen. Sowohl Frankfurt als auch Berlin zeigen Moral. Denn beide müssen sich nach Rückständen zurückkämpfen und beides Mal gelingt es ihnen. Sie zeigen, dass sie zu Recht oben, aktuell auf Platz 5 und 6 stehen. Endergebnis ist hier ein 3:3. Und ich muss den Akku ein bisschen laden, sonst wird das nichts. Bis gleich. So, weiter geht's mit dem Topspiel. Am Samstagabend trafen der SV Werder Bremen und der VfL Wolfsburg aufeinander. Und hier haben wir die ersten 3 Punkte für Bremen. Und die haben sie sich wirklich verdient. Sie schossen 3 Tore, der Endstand war ein 2:1. Was beiseite. Nachdem sie durch das Eigentor wirklich unglücklich in Rückstand geraten sind, haben sie sich erstaunlich gut berappelt und wieder zurückgekämpft. Die Wolfsburger gingen etwas unfreiwillig in Führung, doch waren danach einfach viel zu passiv. Die machen aktuell auch keine gute Figur. Am Ende ist der Sieg der Bremer absolut verdient. Dann haben wir noch die 2 Sonntagspartien. Einmal am frühen Samstagnachmittag. Da spielten die TSG Hoffenheim und der FC Schalke 04 gegeneinander. Und Schalke ist gefühlt überlegen, was auch daran liegt, dass die TSG sich hinten reinstellt und auf Konter lauert. Was durchaus erfolgreicher ist als die Taktik der Schalker. Denn die kommen erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte zu klaren Chancen und das ist eindeutig zu spät. Die TSG wiederum hat zahlreiche gute Konterchancen. Da wäre durchaus noch ein höheres Ergebnis möglich gewesen. Endstand ist ein 2:1 und Schalke bleibt damit weiterhin als einzige Mannschaft ohne Punkte. Haben wir noch die letzte Partie dieses Spieltages. Am frühen Sonntagabend spielten die Kölner gegen die Leipziger. Und das war, wie man es von den Leipzigern aktuell gewohnt ist, auch wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Kölner haben ja einen wahnsinnig guten Saisonstart hingelegt, sind nicht ohne Grund auf Tabellenplatz 3 aktuell. Aber die Mannschaften standen sich in nichts nach. In der ersten Hälfte waren die Kölner
etwas mehr im Drücker in der zweiten Hälfte. Die Leipziger, das hat sich eigentlich ganz gut ausgeglichen. Die beiden Teams setzten auf eine souveräne Verteidigung, die sie auch fast lückenlos so durchzogen. Demnach waren richtig gute Torchancen natürlich Mangelware nach den beiden Treffern in der ersten Halbzeit. Bei denen bleibt es nämlich auch, Endstand ist ein 1:1. So, das war's mit diesem Spieltag. Ich freue mich immer über Feedback, aber das wisst ihr ja. Ich habe diesmal nochmal ein bisschen Aussicht auf den nächsten Spieltag. Also da habe ich mir jetzt mal so 4 Partien vorgemerkt, wo ich denke, auf die werde ich bestimmt besonders gucken. Das ist einmal die Bayern gegen die Kölner, was mit Sicherheit spannend wird. Mein Platz 1 gegen 3, die spielen beide im Moment sehr, sehr klar. Ich denke, die Leistung der Bayern könnte sich noch durch das Spiel heute Abend in der Champions League beeinflussen lassen. Dann haben wir Darmstadt gegen Werder, aktuell ein kleines Keller-Kinder-Duell. Zwar beide nicht auf den Abstiegsrängen, aber kurz vorher. Dann das Topspiel, Bayer gegen Dortmund. Das wird mit Sicherheit auch interessant. Und Schalke gegen Gladbach am Sonntag. So, schreibt mir eure Meinung zum Spieltag gerne in die Kommentare. Und ja, auch sonst, wie ihr das Video fandet. Ich freue mich besonders, dass, wenn es euch gefallen hat, ihr das Video bewertet und mir vielleicht ein Abo dalasst, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten kommt ihr hier auf der Endcard nochmal zum letzten Spieltag und ich verlinke euch auf dem ersten Spieltag mal die Playlist dieser Saison. Falls ihr irgendwas verpasst habt, könnt ihr es dort nachschauen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns schon sehr bald wieder, wenn ihr wollt. Möge die Macht mit euch sein. Ciao!